Soll ich die Dartwaffen gleich ins Labor bringen? Nein, die nehme ich mit. Na, da schau her. Das ist ein Skiendum. Das gehört zur Grundausstattung von jedem Schotten. Heißt so viel wie schwarzes Messer. Die tragen das so im Strumpf. Du kennst dich ja wirklich aus. Sag ja. Vielleicht hat's ihm gehört. Hey, Sie, da wird nicht geschlafen. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. So stehen Sie doch auf. Nehmen Sie Ihre Finger weg. Sie kommen jetzt erst einmal mit uns. So, bei dem Toten handelt es sich um Logan McKenzie. Ihnen der Name Benjamin Schober etwas? Was ist mit Benny? Naja, die längeren Haare, der grün-rote Rock. Um die Fussenlichter-Hotelanlage ist das durchaus möglich. Vielleicht hat der Zeuge ja Sie gesehen. Wir haben herausgefunden, dass Logan McKenzie nicht besonders happy darüber war, dass sie mit seiner Tochter zusammen sind. Er hat immer wieder versucht, Ronja und mich auseinanderzubringen. Dem habe ich nichts recht machen können. Die schlimmste Zeit war, als ich in Schottland in seiner Whiskybrennerei gearbeitet habe. Na bitte. Da haben wir ja etliche Gründe, für den Schwiegersohn in Spe, den Schwiegervater aus dem Weg zu räumen. Ich war's aber nicht. Ich habe Logan McKenzie das letzte Mal gestern Nachmittag gesehen. Und den Rest des Abends war ich im Pub. Bis zur Sperrstunde, nach Mitternacht. Was haben Sie danach gemacht? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aufgewacht bin ich erst auf der Bank, als mich die Herren geweckt haben. Gut, Herr Schober, das werden wir überprüfen. Das wäre es einstweilen. Sie halten sich zu unserer Verfügung, ja? Schlaft sich ein bisschen hart auf einer Parkbank, hm? Nette Broschen. Na, was meinst? Ich weiß nicht.